Freiheit? Ich habe ja im Vorfeld noch so gedacht, ich bin gespannt, welche Werte da kommen. Und, Ja. naja, in der Überzeugung, dass alles im richtigen Moment richtig läuft. Freiheit. Frei zu sein, um da anzuknüpfen von Glaubenssätzen, heißt, ich kann mein Leben gestalten und meine Stärken leben, einbringen und meine Werte realisieren. Freiheit, natürlich sind wir hier in speziell in unserem Land, wir leben in einem freien Land, das uns wiederum Sicherheit gewährt. Wir haben große Optionen an Handlungsspielräumen, wir können vieles tun, was in einem diktatorischen Land vielleicht nicht möglich ist oder bestimmt nicht möglich ist. Aber die Freiheit letztendlich bedeutet, in meiner Gestaltungskraft zu kommen und selbstbestimmt zu handeln. Immer in Resonanz mit meiner Umgebung. Denn meine Freiheit endet doch da, oder nicht mal endet, aber beginnt da, in Diskussion, in den Dialog zu kommen, wo die Freiheit des anderen ebenfalls beginnt. Das ist dieses spannende Feld, in den Dialog zu kommen. Das ist auch dann Was verstehen Rücksichtnahme wir auf beide? dich, ne? Genau, was für ein Respekt, was verstehen wir beide unter Freiheit? Wie lässt sich diese Freiheit gerade auch in Beziehung leben? Wie können wir sie realisieren und auch neue Optionen aufzumachen, neue Erfahrungen zu ermöglichen?